Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, behaart und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt und die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da saßen sie nun, den Flöhen entflohen, in zentral geheizten Räumen. Da saßen sie nun am Telefon und es herrschte noch immer derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Sie hören weit, sie sehen fern, sie sind mit dem Weltall in Füllung. Sie putzen die Zähne, sie atmen modern. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Sie schießen Briefschaften durch ein Rohr. Sie jagen und züchten Mikroben. Sie versehen die Natur mit allem Komfort. Sie fliegen steil in den Himmel empor und bleiben 2 Wochen oben. Was ihre Verdauung übrig lässt, verarbeiten sie zu Watte. Sie spalten Atome, sie heilen Inzest. Und durch Stilluntersuchung stellen sie fest, dass Cäsar Plattfüße hatte. So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen. Doch davon mal abgesehen und bei Licht betrachtet, sind sie im Grund noch immer die alten Affen.